Okay, ja gut. Wo ist hier denn der beste Weg, hä? Sehe auf jeden Fall schon mal einige Wachen. Das ist blöd. Oh, da waren auch noch so ein paar Exekutionen oder so. Noch eine Wache. Was ist da? Wer ist sie? Ich glaube, sie ist eine normale Bürgerin. Noch eine Wache? Okay, ja, die Lichtwand. Das hier sieht ja ganz gut aus, aber ich befürchte fast, diese Tür könnte verschlossen sein. Die sieht irgendwie so aus, als wäre das. Ich glaube, die wollen, dass ich da lang gehe, nur um dann, dass ich dann bemerke, dass es nicht aufgeht. So sieht das aus. Aber vielleicht versuche ich es trotzdem mal. Ansonsten könnten wir da unten oder so lang. Das da sieht irgendwie so mega offen aus. Ich glaube, da sehen die mich halt sofort, wenn ich da lang gehe. Und wir versuchen es erstmal da drüben. Ich kann ja vielleicht mich da so rüber teleporten. Moment, wenn ich noch ein bisschen näher rangehe, vielleicht? Verdammte Ratte! Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du mich verpfeifst. Hab dich gewarnt. Oh. Bitte, ich musste es tun. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. Nein! Alter! So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, war zu schnell für uns. Boah, ey, das war aber hart. Das war echt hart. Eine Lichtwand. Die stammt noch aus der Zeit der Seuche. Ja, schön. Wie läuft's da oben mit der Windmühle? Alles klar? So, ich geh mal hier so hin. Keine Sorge, sie dreht sich. Genug Elektrizität da. Gut, gefällt mir besser, als die Waletanks zu benutzen. Der Wind geht nicht aus. Na, das kriege ich nicht auf hier. Schade. Kommt man da denn rüber? Auch nicht, ne? Da vielleicht hoch. Oh, ja, da gehen wir hoch. Wenn der Wind so stark wird, aus dem Weg. Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Wenn das passiert, willst du nicht zu nahe an die Schwäche schießen? Schon jemand fürs Wegschaffen der Leichen zugeteilt? Manchmal tragen sie noch Uhren und Anhänger und so. Wirklich? Na, nie dran gedacht. Wenn der Lieutenant zurück ist, frage ich, ob sie Freiwillige braucht. Guter Mann. So können wir sie heimlich wegschaffen. Vielleicht auch nach Silberzähnen suchen. Das braucht Zeit, glaub mir. So teilweise, ne, wenn alle Dialoge hier zeitgleich sind, ist man auch so leicht verwirrt, oder? Wenn die ganzen NPCs anfangen, hier. Was? Hä? Sieht mich schon wieder. Boah, der da hinten! Der sieht mich! Willst du mich verarschen? Das ist doch ein Witz. Ich bewege mich jetzt nur noch durch Teleportieren, ey. Ihr blöden Penner. Oh, sehr gut. Hier ist Deckung. Kann ich hier rein vielleicht? Knochenartefakt ist in der Nähe. Hier, wo habe ich es denn? Dahinter. Sei gründlich, Bruder. Vergiss nicht, dass das Weltliche sich gern verletzt. Ich kann hier leider nicht rein, dann muss ich da wahrscheinlich so um die Ecke. Ist vermessen von mir zu hoffen, diesen brutalen Mörder zu nehmen, denn ihr Geist ist von Nebel umgeben. Okay. Ich hoffe, da unter ist jetzt niemand. Das scheint ein normaler Bürger zu sein. Ich habe mal in den Tipps gelesen, die Bürger, solange ich denen nicht aggressiv rüberkomme oder so, tun die mir nichts und verpfeifen mich auch nicht. Boah, ich hoffe, da ist jetzt keiner. Nee, ich guck da lieber einfach ein bisschen vorsichtiger, oder? Wer weiß, ne? Ei, da sind welche. Einer zumindest. Ist doch eine Wache, oder? Oh, Mann!
Hallo, junge Frau. Okay, hier ist nix. Aber zumindest sieht mich hier gerade niemand. Das ist gut. Esther, ihr wisst, wovon ich spreche. Denn ihr erlebt diese Zeiten der Krise hautnah. Doch ihr kennt noch nicht den Grund für euer Leid. Kanaka hat sich von jedermanns Augen abgewandt. Die Herrscher der Stadt spielen mit allem, was wir aufgebaut haben, auch mit euren Familien. Sollten sie den Orden vertreiben, bedeutet das Anarchie, ein Chaos wie zu Zeiten des großen Brands. Doch Kanaka kann sich noch retten, indem es in den Schoß des Ordens zurückkehrt und Trost sucht in der Litanei der Weißen Klippe. Okay, also es gibt hier irgendeinen Kult, der früher scheinbar sehr populär war. Heute aber wohl nicht mehr so sehr. Interessant. Vielleicht sind die später mal wichtig für uns. Vielleicht können wir mit denen zusammenarbeiten. Wer weiß. So, ich könnte da auf das Dach rauf, ne? Das sieht doch irgendwie ganz vernünftig aus, oder? Vielleicht. Der Typ? Ich glaube, der bewegt sich nicht. Das ist gut. Oh, Moment mal. Da oben. Versuchen wir das mal. Vielleicht können wir uns dann auf den fallen lassen oder so. Da könnten wir theoretisch auch noch rauf, aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Der jetzt da unter? Rune oder Knochenartefakt in der Nähe? Ja, das ist gut. Aber ich glaube, ich versuche erstmal den Typen auszuschalten. Der hat ja nicht hierher geguckt, ne? Nee. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Hoffen. Der ist sehr vertieft in sein Zeugs da, das ist gut. Oh Mann, endlich klappt hier mal was, ne? Schweres Spiel ist schwer. So, ich dachte, ich kann ja reinschmeißen. Das ist ja gar kein Mülleimer, das ist irgendein Dingsbums. Schmeiß ich den jetzt hin? Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal, da kannst du hin. Das ist doch toll. Okay. Knochenartefakt. Ja, wo ist es denn? Ich bin bereit. Da? 20 Meter, 30 Meter, okay. Na, da ist eins. Wird wohl das da sein, oder? Da, oh, die sind nah dran. 12 Meter, 17 Meter. Ah, okay. Kommen wir denn irgendwo rein? Nö, eigentlich nicht. Kommen wir hier in den Laden? Auch nicht. Oh, das sieht aber aus, als könnten wir uns hier schon ein bisschen bedienen. Aber wahrscheinlich hört das jemand, wenn ich das hier kaputt mache. Soll ich es versuchen trotzdem? Wo kann ich? Ich muss mal eben gucken, ob ich flüchten kann im Notfall. Moment. Vielleicht kann ich es auch mit der Armbrust zerschießen oder so. Ja, ich gehe hier voll auf Nummer sicher, ey. Das ist so schwer. Ich will nicht, dass die mich noch mal finden. Hier normale Armbrustbolzen, ja. Sowieso gerade besser als die Pistole, ne? Jo, natürlich jeder gehört, alles klar.
Kommen die her? Nee, ne? Nö. Kommen nicht. Alles gut. Okay, so gefällt mir das, Leute. Bitte kommt jetzt wirklich nicht her. So. Ich will das gerne haben. Hallo? Ah. Alles meins. Narkomine. Platziere eine Narkomine, indem du die gewünschte Oberfläche anvisierst und dann L2 drückst. Das erste Ziel, das in Reichweite der Mine kommt, wird mit einem Stromschlag betäubt oder und so bewusstlos. Ah, sehr gut. Das sind Waffen, die wir auf jeden Fall benutzen sollten. Sonst, Schmetterlinge, interessantes Angebot, was der hier hat. Waffen, Schmetterlinge, Lampen, okay. Das ist ja wohl ein Alles-Verkäufer, Käufer und Verkäufer oder so. Ist das hier eine Reagenzflasche? Okay, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Konnten wir mit unserem Dings hier auch Gegenstände finden? War das so? Oh, ach so, das ist so ein Typi, den wir gekillt haben. Ja, okay. So. Gut, dann gehe ich hier wieder raus. Trotzdem frage ich mich, wie ich jetzt da reinkomme. Da muss ja noch irgendwo ein Weg sein. Vielleicht kann ich hier oben aufs Dach oder so, auf dieses Glasdach da. Hier ist ja sonst nichts, wo ich reinkomme. Dann gehe ich doch mal eben hier hoch. Ja, genau. Hä? Was ist los? Hab ich mal gesehen? Warum schreit er so? Der Schurke ist vielleicht noch hier. Oh, haben sie den Typen gefunden? Oha. Das sieht doch gar nicht so falsch aus hier, ne? Muss ich mal so sagen. Aha, aha. Okay, das da scheint viel. Könnte ich mir vorstellen, ein Weg zu sein, wie wir in das Aufsichts. Wie heißt das nochmal? Aufsichtshaus, Wärter, Dingsbums, was auch immer, reinkommen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass das kaputt geht, wenn wir da rüberlaufen, ehrllich gesagt. Ich traue diesem Spiel ja alles zu. Gehen wir da auch noch hoch? Tatsächlich. Ja. Ich bin begeistert. Hallo, kannst du da mal. Danke. Na gut, das finde ich ganz okay, wie das hier gerade läuft. Runen oder Knochenartefakt in der Nähe, ja. 10 Meter, oh, das ist direkt vor uns, geil. Ist da vielleicht noch jemand? Was ist das? Blutfliegen? Blutfliegen. Na super. Ihr kleinen Bastarde. Okay, da ist eine Leiche. Hatten da auch normale Pfeile gereicht? Ich weiß es nicht genau. Ich benutze, glaube ich, einen Brandbolzen mal vorsichtshalber. Ah, ey, ihr Penner. Ich dachte, ihr wärt tot alle. Na gut, da hätte ich mir den Bolzen auch sparen können. Was soll's. Ist das der Rest von dem Nest? Knochenartefakt! Yeah! Cool. So. Reicher Geist ist das, was wir schon ausgerüstet haben, oder? Brisante Mischung. Explodierende Flaschen verursachen in einem größeren Bereich Schaden. Ja, cool. Warum nicht? Okay. Hier noch irgendwas Interessantes auszuräubern. Ich glaube, wir müssen gerade auch nicht schleichen. Hier scheint ja niemand zu sein.
Leere Flasche. Mhm. Ah, zurückgelassenes Notizbuch. Es war der Monat der Erde vor 3 Jahren. Der Himmel über Karnaka war voller Sterne. Ich erinnere mich noch ganz genau, denn das war der Tag, an dem ich meine Stelle im kaiserlichen Konservatorium verloren hatte. Ich habe die Nacht auf diesem Dach verbracht, getrunken, auf die fernen Lichtpunkte geblickt und dort nach einer Antwort gesucht. Eine Konstellation hob sich ab. Ein Wal mit einem hellblauen Stern als Auge. Er war so wunderschön, irgendwie beruhigend, als ob er über mich wachte. Und am Tag drauf, als mir der Kopf nach dem Trinken dröhnte, fand ich etwas in einer Pfütze auf der Straße. Aus Walknochen, mit seltsamen geschnitzten Zeichen. Ein Glücksbringer, das dachte ich mir. Und er funktionierte auch lange Zeit. Alles wurde besser. Aber jetzt hat mich mein Glück verlassen, wie alle anderen auch, die mir etwas bedeutet haben und alles, was ich besessen habe. Es ist dumm, aber bin wieder hergekommen, um am Himmel nach dem gütigen Wal mit dem Stern als Auge Ausschau zu halten. Vielleicht wird dann alles wieder besser. Ich warte hier und beobachte. Wenn er zurückkommt, winke ich ihm zu und hoffe auf einen weiteren Segen. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Hui, ja, das hat er jetzt davon, ne? Armer Kerl. Na gut. So, wir können auf jeden Fall da so weiter. Das ist ja eigentlich der einzige Weg, den wir gerade gehen können, ne? Da kommen wir auf jeden Fall von hier aus nicht hoch. Obwohl in dem Gebäude ja noch irgendwie was sein muss. Mal sehen. Ich hoffe, wir finden noch einen Weg. So. Da ist zum Beispiel ein offenes Fenster, oder? Ich gehe erstmal hier lang, vorsichtshalber. So, okay. Ah, da ist der Außenposten. Sehr gut. Da ist alles zu. Verstehe ich noch nicht. Da müssen wir. Ich verstehe nicht, wie wir da reinkommen sollen. Aber das war doch da, wo das. Ja. Da ist die Rune. Da kann man das Fenster da öffnen. Ich frag mich, wer das war. Was? Oh. Vielleicht. Ja, vielleicht kann man da ein Fenster öffnen oder so. Aber. Es ist mysteriös. Hoffentlich finde ich das noch aus. So, hier scheint niemand zu sein. Ich wage mich mal runter. Hm? Hilfe? Was? Wer stöhnt hier? Keiner da, oder? Naja. Munition. Einverstanden. Bisschen was zu essen, auch nicht verkehrt für uns. Wochengebühr. Paolo, hier ist das Geld für die Woche. Aber wir sollten einen neuen Preis aushandeln. Mit all den Überfällen und der Ausgangssperre, dem Kronenmeuchler und so weiter, trinken die Leute einfach weniger. War nicht ausgemacht, dass sie sich wenigstens um die Garde und die verfluchten Aufseher kümmern? Wir sind unzufrieden, das wollte ich nur anmerken. Priscilla B. im Namen des Bunds der Weinhändler. Mhm, okay. Was haben wir hier? Schwerer Beutel. Sehr schön. Okay, also hier wohnt anscheinend Paolo, ja? Der Dinge tut. Gehört der vielleicht zur Wache oder so? Wir können hier leider nicht rein. Aber hier scheint auch niemand in der Nähe zu sein. Okay, da unten. Oh, da könnten wir sogar hin. Da steht ein Zivilist auf jeden Fall. Waren wir da eben schon? Ja, ne?
Okay, und hier. Da haben wir das Aufseherhaus. Das ist vielleicht ein ganz guter Weg. Da so rein. Ja, da ist, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, da steht niemand drin, sonst haben wir ein Problem, aber ich bin jetzt mal optimistisch. Das schaffen wir, oder? Vielleicht gehe ich jetzt mal dahin. Oh, da ist noch ein Fenster offen. Ich gehe erstmal hier hin. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Wäre doch weit schlimmer, das Wissen und die Materialien zur Herstellung auf den Inseln zu verteilen. Die Metalle für die Geräte sind extrem selten. Und wenn jemand anderes als die loyalsten Aufseher die Verfahren anwenden würde, wäre das wie Ketzerei. Du hast wahrscheinlich recht. Es macht mich traurig, wenn ich daran denke, was Kultisten tun könnten, wenn sie die Spieluhren für ihre Zwecke einsetzen würden. Richtig, Bruder. Da ist es besser, so mächtige Instrumente gut zu schützen, sie geheim herzustellen und dann dorthin zu bringen, wo sie im Kampf gegen das Übernatürliche gebraucht werden. Wer hat denn da jetzt überhaupt geredet? Und wieso bin ich so doof und fall hier runter? Ich Trottel. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier weg. Hilfe. Bin ich gerade gebückt oder nicht? Bei den Geboten. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist echt gemein. Was war das? Stell dich dann zu dem Schicksal. Nein, ich will nicht. Geh weg. Das ist so fies, ey. Das ist echt fies. Oh Mann. Naja, es ist eigentlich nicht fies. Ich bin nur doof. Scheiße. Ach man. Ey, ich war so vorsichtig. Mal gucken, wo der jetzt gespeichert hat. Ich hätte jetzt auch den Kampf aufnehmen können, aber ich möchte nicht alle umbringen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Auch wenn die mich alle umbringen wollen, aber... Das ist blöd. So, achso, ich bin hier bei dem. Ja, okay, das ist doch okay. Hab ich das jetzt schon gelesen? Ich tüdel das mal eben so an, ne? Ja, okay, neues Buch hinzugefügt. Ach, Mann. Mann. So. Dip. Ich wage es mal zu rennen. So. Hier war ja niemand mehr, oder? Bringt mir das irgendwas, da hochzugehen? Ich schätze mal nein. Aber die Idee war gut eben schon. Ich glaube bloß, durch das Fenster da können wir überhaupt nicht. Oder? Auf jeden Fall konnte ich mich da nicht so ran teleportieren. Ich versuch's gleich nochmal. So. Ich... Die Sachen hier jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja, das nehme ich nochmal. Hier, den Brief haben wir gelesen jetzt. So. Das ist auch gut. So. Okay. Ja, das sieht aber so aus, als könnte man da echt nicht durch, oder? Ne, ich glaube, das da ist der einzige Eingang. Okay. Damit lag ich aber eben gar nicht so falsch. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Was? Stattdessen werden sie nur an wenigen Orten hergestellt und dann verschifft. Unerreichbar für uns. Ziemlich riskant. Hilda? Bist du wohl doch nichts. Geh weg. Meine Chance, oder? Ich traue mich nicht so richtig. Ich muss mal eben gucken, wo der so lang geht. Nice.
Was macht er denn? Hä? Hockt er sich jetzt hin? Betet der? Okay, jeder so wie er meint. Denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Oha. Ein glitzerndes Ding. Mehr nicht. Zierrat, Flitter. Und doch ist es mir ins Auge gesprungen. Warum nur diese Versuchung? Was labert der da? Kannst du mal weggehen? Ich glaube, ich muss auf den anderen Balkon. Komme ich da hin? Ups, falsches Dings.